Hallo Schönheiten, ich finde, es ist wieder Zeit für Müll, 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 Müll. Warum zeigst du deinen Müll auf YouTube? Weil ich besonders gut eine Review zu Produkten machen kann, die ich komplett aufgebraucht habe. Und warum freust du dich darüber wie ein Kind? Weil ich jemand bin, der dauernd neue Sachen anbricht und Neues kauft und Neues ausprobiert, anstatt mal konsequent eins zu Ende zu benutzen. Ich bin zu viel Tester und deshalb ist das eine Art und Weise, mich zu disziplinieren und Platz zu schaffen. Wäre es da nicht sinnvoll, sowas wie die Doulas Box of Beauty, die dir monatlich immer wieder Kleinkram schickt, abzubestellen und sich mal an die Sachen ranzumachen, die wirklich Platz wegnehmen, zum Beispiel dein 500 ml Ponchduschgel? Let the show begin. Nummer 1 wäre ein Duschgel, über dessen baldiges, recyceltes Leben ich sehr froh bin. Das ist das Balea Pflegedusche, die Balea Pflegedusche Kirsch- und Mandelduft. Das hier hat bei mir ein kleines Problem ausgelöst, weil ich es seit fast einem Jahr besitze und mir der Duft so ein bisschen langsam auf den Keks geht. Dezent. Und deshalb bin ich ganz froh, dass es jetzt weg ist. Aber finde ich sehr, sehr schön. Und ich mag Balea Duschgele sehr, sehr gerne. Und als ich letztens im DM war, habe ich aber keins gekauft. So Strike. Weil ich besitze zu viele. Und sie müssen langsam mal alle weg. Eigentlich auch traurig über das nächste Produkt. Das ist nämlich das Yogi Flow von Rituals. Das kennt ihr bestimmt. Das sind diese Duschschäume, die so rauskommen. Ich liebe den Duft. Das ist Indian Rose und Sweet Almond Oil. Psst, ich bin jetzt etwas näher gerückt. Ihr kam mir so weit weg vor. Sehr schöner Duft. Ein bisschen süßlich, aber nicht so sexy, verführerisch, wavavum, die unangenehme Keule an Parfum. Das ist einfach so purer Luxus unter der Dusche. Das ist kein normales Duschgel. Es ist schneller leer als andere Duschgel. Es kostet 7 Euro und ich habe es nachgekauft. Und zwar nicht nur einmal. Und ich habe auch noch mehr von Rituals besorgt. Also meine Damen und Herren, das Fazit: 2 Duschgele aufgebraucht, 4 gekauft. Applaus für mich und ich werde sie euch dann demnächst nochmal zeigen, weil ich ganz gerne ein eigenes Video zu denen machen wollte. Auf jeden Fall, ich bin etwas traurig darüber, dass das hier jetzt weg ist, aber es gibt ja Nachschub und ja, viel mehr Platz habe ich dadurch jetzt nicht geschaffen, aber was soll's. Platz geschaffen habe ich allerdings mit 2 Augen-Make-up-Entfernern. Und zwar ist das einmal der milde Make-up-Entferner von L'Oreal für Augen und Lippen. An dem mag ich, dass der auch für die Lippen geeignet ist. Aber ich habe ja jetzt das Bioderma-Dupe. Ich weiß nicht, ob ihr das Video dazu gesehen habt. Ich verlinke euch das nochmal in der Infobox. Das ist auch für Lippen geeignet, was eigentlich das hier über den hier getrumpft hat. Aber ich finde den von L'Oreal ein bisschen ölig und der gefällt mir nicht ganz so gut wie der hier. Beide sind gut, aber ich finde, dass zum Beispiel der Rival de Loup Augen-Make-up-Entferner auch sehr, sehr gut entfernt. Den vertrage ich nur leider nicht. Und wenn ihr wasserfestes Make-up habt, solltet ihr das mit so Pads mit strukturierter Oberfläche runternehmen. Ich habe das nämlich letztens mit normalen versucht und mit Kleglis gescheitert und habe verstanden, warum mich auf einmal alle immer fragen, wie ich den Max Factor 24 Hour False Lash Effect Mascara runterbekomme, weil es geht nicht ohne strukturierte Wattepads. Das sind die von Lily B. Die sind teilweise gar nicht mal so richtig bedruckt und einige sind dicker als andere und ich frage mich, ob ich irgendwie ein Montagsprodukt erwischt habe oder so. Schreibt mir mal, ob euch das auch passiert, weil sonst wechsle ich einfach zu einer anderen Marke. Ich habe übrigens auch die Maxi-Wattepads verbraucht. Das sind die größeren, die ich ganz gerne benutze, um so mit Bioderma einmal so das erste Make-up runterzunehmen. Die von, achso, Nummer 2, wie spannend. Ich hau euch mal wieder alle total um. Und Rewe Eigenmarke fand ich auch ganz okay. Also, falls ihr Empfehlungen habt, her damit. Und für alle, für die das das allererste, meine Schulter knackt. Für alle, für die das allererste aufgebraucht Video sein sollte. Es gibt auch Leute, die ihre Zahnpasta zeigen. Meine Zahnpasta, das ist die einzige, die ich vertrage, weil ich sehr schmerzempfindliche Zähne habe. Und ich weiß nie, ob ihr sowas wirklich sehen wollt. Zahnpasta. Votet für Zahnpasta, wenn ihr das nächste Mal auch Zahnpasta sehen wollt. Aber es wird dieselbe Tube sein, deshalb macht es keinen Sinn. Also vergesst, was ich gesagt habe. Votet für was anderes. Lasst euch was einfallen. Das nächste wäre ein TT-Sept Sinnenperlen-Liebeszauber. Ich finde das Wort Sinnenperlen irgendwie seltsam. Das ist so ein Brombeer-etwas, was ich bekommen habe in einer... Lass mich lügen, ich glaube in einer Pinkbox. Das roch wirklich gut, der Duft hat mir sehr gut gefallen. Das waren wirklich so kleine Kügelchen und das war total irre, das so ins Badewasser reinzuschwenken. Aber meine Haut hat danach gejuckt und ich werde das nicht nochmal irgendwie anschaffen. Lasst mich etwas tun, was alle Gurus in aufgebraucht Videos machen
Oh, an einem aufgebrauchten Deo riechen. Das ist eklig, aber ich tue es trotzdem. Das ist das Rexona Maximum Protection Confidence und ich habe den normalen Duft eigentlich lieber, aber ich mag die sehr gerne, die Rexona Deos. Und auch da wollte ich euch fragen, eigentlich macht es keinen Sinn, das in jedem Video wieder zu zeigen, außer man hat ein neues Deo ausprobiert. Also ich weiß nicht, wie fancy ihr so auf Hygieneartikel drauf seid. Ich persönlich, kennt ihr Shades of Cassie? Diese Frau. Ich weiß nicht, wie sie es schafft, so viel aufzubrauchen. Die hat wirklich kein schlechtes Gewissen, wenn sie neue Sachen kauft, weil sie einfach total viel auch vernichtet. Aber ich bin nicht so der Mörder, gerade was so Lippenstifte angeht oder auch Puder, da bin ich ganz böse, nicht fähig, irgendwas aufzubrauchen oder Foundations. Oh Gott, lass mich gar nicht damit anfangen. Ich habe so viele Foundations. Ich bewundere sie dafür. Ich frage mich, wie Leute das machen, die wirklich so viele Sachen aufbrauchen. Das habe ich mich ja schon mal gefragt, aber die Frage wird immer größer. Vor allem, Essie Button sieht ja ein bisschen alt aus gegen Shades of Cassie. Findet ihr alles in der Infobox. Damit ich nicht total abluse und nur langweilige Sachen zeige, habe ich auch mein Flake Away von Soap & Glory für euch. Das ist komplett leer, finito. Das riecht nach Misty Orcherie. Also falls ihr den Duft mögt, aber euch das Parfum nicht kaufen wollt oder erstmal nur schnuppern wollt oder so, ist sehr, sehr ähnlich. Ich habe das eine Weile dann wieder nicht benutzt, habe das dann aufgemacht und dachte mir, oh, das riecht ein bisschen arg. Als wären die Trauben da drin nicht mehr in Ordnung. Aber es ist eigentlich 24 Monate haltbar. Vielleicht habe ich auch nur komische Geschmacksknospen in der Nase entwickelt. Not true. Das war jetzt inhaltlich in höchstem Maße falsch. Ich habe ein anderes Soap & Glory Peeling nachgekauft, weil ich gerne mal was anderes ausprobieren wollte. Es ist eins meiner Lieblingspeelings, weil die Körner nicht so grob sind, aber auch genug Körner drin sind. Ich habe noch so ein anderes Peeling, das hat so ein Peelingkorn auf 300 ml und sowas regt mich immer unfassbar auf. Also es ist nicht zu abrasiv, es hinterlässt keinen super seltsamen Film oder so. Meine Haut juckt nicht danach, weil das ist mir auch schon bei Peelings passiert. Und ich mag es super, super gern und ich werde mal zusehen, dass ich es vielleicht dieses Jahr irgendwann nochmal kaufe. Kommt drauf an, wie gut ich mit aufgebraucht vorankomme. Wir kennen mich ja und wissen, dass ich da so ein paar Probleme habe, großartig meine Sammlung kleiner zu machen. Liz Earl Cleanse & Polish Hot Cloth Cleanser. Den habe ich ja schon bestimmt 5 Mal oder sowas insgesamt leer gemacht und nachbestellt und gekauft. Ich bin zurzeit am Überlegen, ob ich es lasse, den nochmal zu bestellen. Ich habe nämlich den letzten, den ich jetzt praktisch noch übrig habe, unter der Dusche, der ist auch bald leer. Weil es sind nur 100 ml, die ungefähr 13 Euro kosten oder 14 und das geht. Also ich finde, es ist schon bezahlbar, aber ich finde, er geht relativ schnell leer, weil man so viel davon braucht. Und viele Leute, die von Gesichtspflege Ahnung haben, sagen, dass man eigentlich nicht viel Geld für einen Cleanser ausgeben muss, dass das eher so ein Gimmick ist, weil man es sowieso dann in die Kanalisation herunterspült. Macht auch Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Dann gibt es aber wieder Leute, die sagen, alles fängt mit dem Cleanser an. Und ich bin nicht unbedingt auf der Suche nach etwas, was irgendwie 3 Euro kostet oder so. Aber ich hätte zumindest gern was für, keine Ahnung, 18 Euro. Meine Schulter knackt schon wieder. Ich bin knackig heute. Also ich wäre schon bereit, was weiß ich, 18 Euro für einen Cleanser auszugeben, wenn der ein bisschen länger halten würde. Weil ich meine, ich benutze den nicht mal jeden Abend, was ich wahrscheinlich tun sollte. Und ich bin da so schnell durch. Also das ist ein bisschen traurig. Obwohl, never change running system. Warum ich nicht unbedingt der spannendste Aufbraucher bin. Ich habe nämlich sonst nur Kleinkram. Und kein einziges Make-up-Produkt. Aber ich werde nächstes Mal, ich habe darüber nachgedacht, ob ich euch verspreche, dass es nächstes Mal spannender wird. Aber I Love Mango und Papaya aus der Douglas Box of Beauty fand ich sehr, sehr gut. Riecht fabelhaft. Ich habe es wirklich genossen. Aber ich habe da so ein paar Flaschen mehr. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt sofort nachkaufen werde. Kann ich euch aber empfehlen. Fand ich sehr, sehr schön. Dann eine Balea Body Lotion. Das ist so eine von den kleineren Reisegrößen. Habe ich letzten Sommer gekauft, weil ich damit verreist bin. Habe es dann natürlich nicht benutzt. Ist ja auch super, dass man die Reisegröße dann zu Hause benutzt und nicht auf der Reise für das, was sie eigentlich bestimmt war. Aber fand ich sehr, sehr schön. Hat für ungefähr 6 bis 7 Anwendungen gereicht und ist schön eingezogen und hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Also nicht schlecht. Nichts super Besonderes, aber auch nicht schlecht. Und ich glaube, so teuer ist sie nicht, weil sie von Balea ist. Schaut sie euch mal an, wenn ihr Bedarf habt. Ich habe allerdings keinen Bedarf. Meine Schulter hat gerade zum dritten Mal in diesem Video geknackt, glaube ich. Ich habe nämlich genug Bodylotions. See by Chloe Perfume Body Lotion. Auch aus einer Douglas Box of Beauty. Ich finde das ganz schön bei der Douglas Box of Beauty, weil man da bestimmte Düfte ein bisschen länger ausprobieren kann, wobei da wieder die Krux an der Sache ist, dass so eine parfümierte Bodylotion dann natürlich nicht ganz so riecht wie das Parfum selbst. Ich glaube, sehr viele mögen den Duft, aber
So richtig umgehauen hat er mich nicht. Dann war in einer Zeitschrift die Neutrogena Body Lotion. Fand ich sehr schön, hat gut gerochen. Und ich habe sogar drüber nachgedacht, die mir zu kaufen, bis ich nach Hause kam und dann sah, was da so steht. Ich verweise euch gerne auf mein Messy Horter Video, in dem ich, glaube ich, nicht mal alle Body Lotions gezeigt habe, die ich besitze. Dann ein Aroma Perfection. Das ist so ein Reinigungsgel von NYX. Ich mag ja den Reft de Miel Lip Balm so gern von denen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Es hat sehr gut gerochen. Aber das ist wieder so ein Gel und es schäumt nicht so richtig. Ich bin immer vorsichtig bei Waschgel fürs Gesicht, weil ich Angst habe, wenn es zu sehr schäumt, dass es dann zu entfeuchtigkeitsinisierend ist. Austrocknend ist wahrscheinlich das bessere Wort. War aber eigentlich ein sehr, sehr schönes Produkt. Werde ich mir wohl nicht kaufen, aber schaut es euch mal an, falls ihr irgendwie Bedarf habt. Und dann die Clinique All About Eyes Rich. Das ist, glaube ich, das zweite Pröbchen, was ich davon hatte. Und ich hatte die früher mal und ich war so geflasht von diesem Pröbchen. Ich dachte früher, es wäre keine so besondere Augencreme und muss man sie wirklich haben und muss man dafür wirklich das Geld ausgeben. Es gibt so viele Augencremes da draußen. Ich habe sie gekauft. Moment. Das ist nämlich das erste Pröbchen seit einer ganzen Weile, das mich zum Kauf eines Produkts so inspiriert hat oder verführt hat eher. Und so sieht sie aus, All About Eyes Rich. Ich habe drüber nachgedacht, ob ich die normale kaufe, weil der Sommer so vor der Tür steht. Aber ich glaube, mit der Rich bin ich doch besser dran. Und was mir daran so gut gefällt, ist, dass sie wirklich... Sie ist zwar feuchtigkeitsspendend und so ein bisschen fester, aber sie ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Die zwei Pröbchen, die ich von ihr hatte, haben mir gut gefallen und ich bin jetzt mal gespannt auf den Langzeittest. Und ich habe ja noch nie eine Augencreme aufgebraucht. Mein Problem an den Dingern ist immer, dass die nur 6 Monate haltbar sind. Und bei so Augensachen achte ich da wirklich drauf. Und ich bin ja auch Kontaktlinsenträger, weshalb ich da sowieso ein bisschen vorsichtiger sein muss, was für Bakterien sich so um meine Augen herum tummeln, weil man sich ein paar sehr fiese Sachen holen kann. Und ich hatte das bisher noch nie so, dass ich eine wirklich leer gemacht habe. Ich werde sie jetzt konsequent, glaube ich, morgens und abends benutzen, wobei ich habe für morgens die Ginseng von Origins. Mal sehen. Ich kann ja ein Auge so und ein Auge so machen, weil mich das wirklich interessiert, ob man es schafft, in 6 Monaten eine wirklich aufzubrauchen. Fanny Pilgrim hat es ja geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, obwohl ich so ein nicht talentierter Aufbraucher bin. Soll ich es jetzt versprechen oder nicht? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Es hält sich so die Waage zwischen. Tu es auf gar keinen Fall und ja, bitte. Was ich euch noch fragen wollte, ob ihr den Video Montag als Montag-Rini-Videotag behalten wollt oder ob wir ihn auf einen Mittwoch oder auf einen Freitag oder auf einen Donnerstag verschieben wollen. Je nachdem, wie ihr es gerne hättet, weil ich zurzeit im Überlegen bin, ob mir der Montag so gefällt. Also, wie ihr es gerne hättet, könnt ihr mir ja mal schreiben. Ansonsten sehen wir uns trotzdem erst Montag. Schon. Ist ja schon in 2 Tagen. Anyway. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.